Aber nichtsdestotrotz müssen wir jetzt hier weitermachen. Das Eichenholz geht mir jetzt eigentlich auch schon aus. Das ist eher nicht so gut. Aber ich werde jetzt hier nochmal den Rest Eichenholz hier mal verlegen. So. Und dann, ja, müssen wir mal schauen, was wir jetzt hier machen. Wir haben ja kein Eichenholz mehr. Darum will ich mal vorschlagen. Ich crafte mir meine Truhe. Genau, ich crafte mir meine Truhe. Was das gute Tropenholz hier. So, tue ich mal dorthin und werde mal hier das ganze, die ganzen Tropenholzstämme und alles, was ich jetzt hier nicht brauche, mal hier rein tun. Eichenholz jetzt, den kann ich ruhig mal gleich verpflanzen. So, tue ich hier alles mal rein. So. Hier. Da. Dann hier mal kurz rüber. Da aufs Ufer und da mal einen Eichenbaum mal pflanzen. So, hier oben mal. So. Und dann werde ich mal hier slash spawn machen und mal kurz in mein Lagerhaus rennen, Lagerkeller. Mal schauen, wie, ob ich da noch irgendwie Eichenholz habe. Sonst werde ich schon mal Kobbel mitnehmen. Genau, weil Kobbel brauchen wir natürlich auch, ist ja klar. Habe ich ja schon gesagt, im letzten Part. So, hier mal einen Ofenkartoffel essen. Und haben wir, oh ja, wir haben noch, wow. Wir haben noch eine ganze Menge, nehme ich mal anderthalb Stacks mit. So, und dann wie gesagt noch Kobbel. Auf zur Kobbelkiste. Die ist leer, die, ja da ist noch ordentlich was drin. Hier mal so eine Reihe mitnehmen. Wenn ich noch was brauche, kann ich ja immer noch wieder zurückkehren. So, Slash Home wieder. So, dann erstmal hier wieder weiter Eichenholz verlegen. Eichenholzstämme, um genau zu sein. So. Dann hier mal parallel auf der Karte schauen. Das kann noch, das kann noch. Wie gesagt, das muss ja groß werden. Für große Schiffe soll das sein. So, wie weit bin ich jetzt? Ja, das ist schon mal ordentlich. Ah, noch ein Stück. Ein Stück geht noch. Ein Stück geht noch. Da habe ich jetzt wieder einiges verbaut. So, mal schauen. Ja, das passt. Das passt so. Dann werde ich hier jetzt nach unten schwimmen und dann mal einen Stamm nach oben zimmern. Wo ist der Boden? Wo ist der Boden? Da ist der Boden. So, ganz schnell wieder nach oben. Nicht, dass ich hier ertrinke. Ertrinken wäre eher nicht so gut. So. So, noch die Oberfläche rechtzeitig erreicht. So muss das sein. So, jetzt zur anderen Seite hin. Zur anderen Seite. Und dann will ich erstmal Kobbel verlegen. Weil das Eichenholz jetzt alles. Hätte ich nicht gedacht, dass das jetzt nicht reichen wird, aber okay. Ja, wenn man bedenkt, wie viel Damm. Wenn man das jetzt mal mit einem Hafen vergleicht, ja, sollte mir eigentlich schon bewusst sein, dass ich da so viel verbrauche. Naja. So, noch ein Stück geht noch. Noch ein Stück geht noch. Natürlich muss ich da jetzt nämlich ja verbauen. Komm. So, Dankeschön. Und hier noch 8 Stämme. Ah, ich bin, glaube, könnte es sein, dass ich jetzt nicht schon zu weit? Weiß es nicht. Weiß es nicht, weil ich mich hier nicht so sehr orientieren kann. Wisst ihr was? Ich mache mal hier F3. Und dann versuche ich mal, mich hier so ausrichten. Hier wird da irgendwo die Gradzahl angezeigt. In welcher Gradzahl ich mich bewege. Oder hinschaue. Ich kann es gerade nicht. Ich finde es gerade nicht. So, da wird. Irgendwo muss doch angezeigt werden, ob ich mich jetzt 180 Grad, 90 Grad. Ah, doch, doch. Dort unten bei Facing South. Da wird die. Dann bei 0. 0, 0, 0, 0, 0. Doch, ich bin ganz richtig. Ich bin ganz richtig. Okay. Wow, jetzt. Ich muss gleichzeitig die Leertaste drücken, dann Steuerungstaste und jetzt hier noch F3. Ist nicht ganz so einfach, muss ich sagen. So, dann kommt. Das hier jetzt wieder weg. Ah, toll. Jetzt, dieser Eichenholzstamm ist jetzt, denke ich mal, verloren gegangen. Es sei denn, ich finde ihn wieder. Aber da habe ich keine allzu großen Hoffnungen. Ah, doch. Da ist er. Da ist er. So. Hier mal hochzimmern. Und hier schnell nach. An die Oberfläche. So. Genau. Und dann werden wir kurz. An das Ufer schwimmen und jetzt Kabel verlegen.
Man hätte das natürlich auch eine Ebene höher machen können. Ist ja klar. Aber ich wollte es auf dieser Ebene machen. Ganz einfach. Ganz einfach. So, das hier muss dann aber auch noch weg. Das kommt noch weg. Mach ich das jetzt weg? Ich mach das jetzt weg. Inventarplatz habe ich ja momentan noch. Und Schaufel hält auch noch. So. Ja, aber diese Idee mit der Werft, die kam hier auch, muss ich ehrlich sagen, sehr, sehr spontan. Weil ich habe sie überlegt, ja, wie mache ich denn das am besten mit dem Schiff, wenn ich das baue? Ich will nicht, dass es wieder so blöd aussieht, sage ich mal. Und dann habe ich mich zurückgeerinnert an meinen alten Mod-Server. Da hatte ich ja auch eine Werft. Und auch ein Schiff. Und das Schiff habe ich auf der Werft gebaut und mit dem Schiff war ich eigentlich sehr zufrieden. Dann habe ich mir so überlegt, ja, baue ich hier einfach auch eine Werft. Diesen Mod-Server, den habe ich ja schon mal gezeigt in einem Special. Das war, glaube ich, das 200er Special. Ja, das war, glaube ich, das 200er Special, wo ich es gezeigt habe, diesen Mod-Server. Und dann gibt es noch bei mir einen Trailer zum Mod-Server. Das ist das älteste Video hier auf meinem Kanal. Zwar wird es nicht als ältestes Video gekennzeichnet, vorher kam noch der erste Part. Aber ich hatte es damals, als ich das hochgeladen habe, diesen Trailer, nicht gelistet und dann erst später veröffentlicht, so richtig. Genau. So. Ach, hier kriege ich jetzt auch Geld. Das ist sehr, sehr gut, dass ich ja jetzt Geld kriege. Kann ich dann später ausgeben, wenn ich wieder an der Pyramide weiterbaue. Aber da will ich ja jetzt eine kleine Pause mal noch einlegen. Die Pause soll ja ein bisschen dauern. Vorher will ich hier die Werft fertig haben und vielleicht sogar schon das Schiff. Wer weiß. So, und damit wären wir uns nicht einig. Ich komme hier mal hoch. Und, ja. Dann würde ich mal sagen, ich mache mal hier den Eichenholzstamm weg und fährt mal das Huhn hinaus manövrieren. So. Dann geht's jetzt hier weiter. Was ist das für Musik? Wird gerade nicht angezeigt. Ach, Super Mario World! Yoshi's Island! Also um genau zu sein, Yoshi's Island, aber ist ja Super Mario World 2. Könnte ich auch mal Let's Playen. Stimmt. Ja, kommt vielleicht auch mal eines Tages als Let's Play. Momentan läuft ja noch Anno und Pokémon Platin. Und, ach toll, jetzt habe ich mich wieder verbaut. Und dann immer Dienstag, Donnerstag, Minecraft Hardcore. Staffel 2, also ich hoffe mal noch Staffel 2. Weil die Parts für diese Woche jetzt habe ich noch nicht aufgenommen. Die werde ich im Verlauf des Tages aufnehmen. Und die Minecraft-Folgen sind immer noch top aktuell. Und das wird sich auch erstmal nicht ändern. Also ich werde erstmal nicht im Voraus produzieren, weil ich das zeitlich nicht schaffe. Ich werde es wirklich jetzt immer noch so machen, dass ich Wochenende so für die Woche aufnehme, sage ich mal. Nur ich habe da auch richtig Angst, dass ich mit den anderen Let's Plays dann auch, denn dass das später auch so top aktuell sein wird, dass ich das einfach nicht mehr schaffe, wirklich hier, ich sag mal, 3 Let's Plays hier am Laufen zu lassen. Ja, 3 Let's Plays klingt zwar wenig, aber irgendwie, es ist schon nicht einfach hier, das alles zu managen, sage ich mal. Dass man hier, dass hier die Videos pünktlich kommen. Bisher bin ich sehr zufrieden, dass ich bisher kaum hier ein Video Verspätung hat. Beziehungsweise bisher auch noch kein Video Verspätung. Und ja. Und das soll hoffentlich auch so bleiben. Genau. So. Sind wir erstmal mit der ersten Reihe fertig. Ich werde mich aber jetzt erstmal wieder hinlegen ins Bett. Dass es dann wieder Tag ist. Du kannst nur nachts schlafen. Es ist fast Nacht. Da geht die Sonne sogar schon unter. Genau da. Und da geht der Mond auf. Da geht der Mond auf. So, jetzt aber. Dankeschön. Und weiter geht's. Weiter geht's. Ja, da geht jetzt auch eine ganze Menge Kobbel drauf. Aber, ja. Ist mir jetzt auch egal. Ah, Mist, verbaut. Verbaut. Das geht doch nicht. Kannst du nicht machen. Das kannst du doch nicht machen. Na gut. Dann ist es halt so. Genau.
Oh. Ach ja, apropos Trailer, weil ich da ja was vom Trailer erwähnt habe. Ich habe auch vor, demnächst mal wieder von diesem Server hier einen Trailer zu machen für meinen YouTube-Kanal. Das ist also, seid schon mal gespannt, vielleicht kommt dann bald ein Trailer. Ich habe das hier schon lange auf, also schon seit so circa 2 Wochen habe ich diesen Gedanken, weil ich mir mal hier aufgeschrieben mit den Kurznotizen, neuer Trailer für den Server steht da. Und ja, bisher, ja, sagen wir es mal so, bisher habe ich mich halt für die Minigames so ein bisschen, da ein bisschen so konzentriert, dass ich das hier jetzt fertig kriege und halt die Aufnahmen hier Minecraft Online. Und ja, eines Tages kommt dann dieser Trailer. Den werde ich hier aber auch nicht mit OBS machen, sondern wahrscheinlich mit Fraps, damit ich da dann auch 1080p anbieten kann. Und es wird auch mal wieder Zeit für einen neuen Trailer. Da der letzte Trailer hier vom Server, der entstand noch vor meiner Let's Player-Karriere. Und das ist wirklich schon lange her. Das war damals auch noch. Habe ich das damals schon mit Shadern gemacht? Wenn ich das mit Shadern damals gemacht habe, dann hat es. Nee, das habe ich ohne Shader gemacht, weil das hat mein PC damals nicht ausgehalten, das mit Shadern zu machen. Und darum wird es mal endlich mal Zeit, hier meinen neuen Trailer zu machen. Und da will ich eigentlich auch demnächst mal anfangen. Aber es kann auch sein, dass es trotzdem noch 1, 2 Wochen dauert. Weil diese Woche jetzt, in der wir gerade sind, da habe ich jetzt einen zu weit gemacht, oder? Nein, habe ich nicht. Habe ich nicht, okay. Ja, in der Woche, wo wir gerade sind, da habe ich wieder Arbeit, also immer bis abends. 2 Wochen jetzt lang. Danach habe ich wieder 2 Wochen Berufsschule, komme ich immer wieder früher nach Hause, kann ich wieder schön aufnehmen. Und dann habe ich 3 Wochen Urlaub. 3 schöne Wochen Urlaub. Und da versuche ich wirklich wieder zu produzieren. Weil ab da an wird es dann, werde ich noch weniger Zeit haben. Jetzt hat sich halt die Berufsschule ein bisschen angehäuft, da habe ich halt ein bisschen mehr Zeit zum Aufnehmen. Aber ja, soweit dann nach dem Urlaub, da werde ich wieder weniger Zeit haben. Und darum muss ich wieder ein bisschen vorproduzieren. Aber bis dahin dauert es eh noch ein bisschen. 4 Wochen jetzt noch. Also für mich jetzt 4 Wochen, für euch 3,5 Wochen kann man schon sagen, bis ich dann Urlaub habe. Ja, und ich freue mich schon auf den Urlaub. Mein letzter Urlaub, der liegt schon ein bisschen weiter nach hinten zurück. Der letzte Urlaub war im Januar. Dann wird es auch mal wieder Zeit, Urlaub zu haben. Genau. So. Ja, auf der Karte sieht es jetzt auch schon interessant aus, aber da verbrauchen wir jetzt doch eine ganze Menge Kobbel. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Und ich habe hier mein Schwert umgelegt. Das war nicht so geplant. Bisschen mehr Kobbel als gedacht. Ich weiß nicht, ob der Kobbel so reichen wird. Darum, ja, der Kobbel wird wahrscheinlich nicht reichen. Scheiße. Scheiße. Das ist natürlich nicht so toll. Das ist natürlich überhaupt nicht toll.